Wir sind hier bei der Beruf- und Bildungsmesse. Hier gibt es viele Stände, wo ihr euch informieren könnt, was ihr später machen wollt. Und jetzt gehen wir rein und schauen uns an, was die Azubis hier so machen. Mich interessiert in dieser Ausbildung eigentlich dieses mathematische Wissen, was man da mitbringen muss. Dieses mathematische Denken, dieses Kalkulieren, wirtschaftlich handeln. Und mir macht einfach die Bearbeitung von Metall Spaß, es ist nicht so wie mit Holz. Wenn man mal zu viel wegnimmt, kann man was draufschweißen, man kann was wegfeilen, man kann sägen, man kann alles mit Metall machen, man kann es biegen, man kann es einfach alles. Es geht einfach alles, was man sich vorstellt. Ich habe mich dafür entschieden, weil ich nach dem Abitur eigentlich direkt in den Beruf starten wollte und man bei der AOK nach der Ausbildung Möglichkeiten hat, intern weiter zu studieren und sich weiter fortzubilden. Ne? Ja, also man hat eine Probezeit und wenn es mir keinen Spaß machen würde, hätte ich schon lange aufgehört. Und habe mich dann entschlossen, Medizin zu studieren, habe leider nicht den entsprechenden NC und will jetzt über die Ausbildung halt näher an das Medizinstudium kommen. Ich war nach der 10. Klasse so erstmal so diese typischen Berufe wie zum Beispiel Industriemechaniker oder sowas. Habe mich dann aber nochmal schulisch so ein bisschen weitergebildet und dann ist mir in der Zeit eben der Gedanke gekommen, dass sowas in die Richtung das Richtige wäre. Da mein Bruder auch in dieser Branche tätig ist, er arbeitet auch als Versicherungskaufmann, hatte ich so quasi immer ein Ziel vor Augen gehabt. Mein Bruder hat das immer gut gefunden. Ich mache die Ausbildung, weil es mir Spaß macht, mit Menschen zu arbeiten. Ich finde es auch total spannend, wie man Menschen von Schmerzen befreien kann. Was ich persönlich gut finde, ist eben, dass es sehr abwechslungsreich ist. Also ich bin sowohl im Labor beschäftigt, nehme Proben oder sowas und untersuche die, analysiere die. Genauso mache ich aber auch irgendwie elektrotechnische Arbeiten. Was mir halt auch enorm viel Spaß macht. Ja, weil es mir eigentlich Spaß macht, Menschen zu verschönern. Das Schwere, denke ich mal, ist, dass das ein sehr lernintensiver Beruf ist. Man muss viel über den Körper wissen, die Muskeln, die Knochen, eigentlich alles vom Bewegungsapparat her, alles lernen und ich denke mal, das ist so das Schwierigste. Ja, das Schwere ist halt die ganzen Formeln, die man sich alle merken muss, für die gestreckte Länge berechnen und die ganzen Kohlenstoffdiagramme, die es da gibt. Und eigentlich Fußpflege, weil es halt, also ich mochte Füße halt noch nicht immer und ja, von daher fällt es mir eigentlich schwer, so Füße zu behandeln. Also sicherlich gibt es mal Bereiche, wo man jetzt sagt, das ist nicht unbedingt super leicht, aber es ist ja auch eine Herausforderung und deswegen mache ich eine Ausbildung, weil ich ja was Neues lernen will und wenn das alles total einfach wäre, bräuchte man keine Ausbildung machen. Man hat Sicherheiten, man hat Aufstiegschancen, die man vielleicht woanders nicht hat und man hat Übernahmechancen nach der Ausbildung. Also dass man übernommen wird und nicht einfach in fallen gelassen wird. Leute, die an Naturwissenschaften interessiert sind oder eben auch so ein bisschen handwerklich begabt sind und daran Spaß haben, sollten sich auf jeden Fall auf sowas bewerben. Ein beständiger Beruf, es wird immer gebraucht, egal ob Fenster, Türen, Hallen, es wird immer benötigt. Politik und jetzt mal Politik.